Wir waren bei Octagon, dem wildesten MMA-Event in Deutschland, und Herbert ist mal wieder komplett eskaliert. Mit dem Stall gehen haben sie ein bisschen ernst genommen, oder? Ja, ich habe heute um 10 Uhr schon Jägermeister getrunken, weißt du? Wir haben noch Whisky, wenn du willst. Erstmal Polizeikontrolle, fährt Christian vorbei, macht sich lustig, dass man mich angehalten hat, und der ist der Nächste, der rausgezogen wurde. Der steht jetzt vor uns da hinten. Wir wollten 1,5 Stunden vor dem Event hier sein, damit wir lebenden Boxautomaten rechtzeitig drehen können. Haben wir erstmal 1 Stunde Stau. Jetzt hat uns 1/2 Stunde lang die Polizei aufgehalten. Das Event fängt gleich an und ich bin noch nicht mal angekommen. Aber egal, wird schon irgendwie gleich. Ja, Mann, Ring Life. Kommt der nächste Job mit den neuen Kameras. Ey, du bist denn safe, Mann. Digga, wir wollten heute geil, Mann, Ring Life. Was machst du eigentlich gerade? Machst du wieder Interview oder was? Ja, wir machen jetzt kurzes Interview. Wer ist denn da gerade gekommen? Der Verräter. Hast du doch wieder Haare abgemacht? Mit Glatze wär's besser, immer noch. Leute, der hat einen Pferdeschwanz. Ja, untenrum. Immer wieder eine Freude, mit dem gut aussehenden Mann links neben mir zu kommentieren. Warum machen wir unsere Tour? Wir wollten so ein bisschen feiern gehen und Videos drehen. Das liegt ja nur an dir. Videos drehe ich gerne mit dir. Was für eine Art von Video? Ringlife Gang habe ich auch getroffen. Stabile Jungs, 1, 2, 3, wenn ich richtig zählen kann. Sind noch ein paar mehr hinter uns. Einfach mal hochfilmen. Was hast du zu Ringlife zu sagen? Ja, Ringlife ist natürlich die beste Kampfsportmarke, die es draußen gibt. Alle Ringlife supporten, viel Merch kaufen und alle durchstarten und fit bleiben. Was sagst du zu Glatze als Frisur? Ja, das ist eigentlich schon geil. Ich habe mich noch nicht getraut. Vielleicht kommt noch. Der Choke ist drin, glaube ich. Hoppa! Hoppa! Oh, Junge, der ist weg! Beende den Fight, Mann! Oh mein Gott! Wie kann er das weiterlaufen lassen? Ungelogen, Alter! Ja, ist ein bisschen crazy gerade, ja. Zuschauerumfrage, wie findest du den Kampf? Passiert richtig was, Mann. Blut, man sieht mal richtig Action, Mann. Bester Kampf ist jetzt. Was geht denn hier ab, Mann? Geisteskranker Fight, ehrlich. Junge, aber dieser Streltschik ist richtig zäh. Er gibt einfach nicht auf. Der war schon 8-mal kurz vorm Tod und greift immer noch an. Aber es ist halt heftig. Wir haben gerade gesagt in der ersten Runde, dass der Kampf schon längst abgebrochen hätte werden müssen. Und jetzt sieht man, dass er immer noch im Kampf steht und zurückfightet. Also hat der Referee wohl doch die richtige Entscheidung getroffen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, sein Bein ist, glaube ich, gebrochen. Agit, kurze Meinung zu Octagon und MMA. Sehr gute Veranstaltung, muss man sagen. Haben die wirklich gut hinbekommen. Also die Organisation top, die Kämpfe sind sehr gut. Und ich hoffe, wir hören mehr von Octagon in nächster Zeit. Wie sieht's aus? Tyson Fury. Kann ich nicht viel zu sagen. Wir sind in der Verhandlung. Deswegen, ich warte, bis die es offiziell machen. Shit, Alter, what the fuck? Was sagen Sie zu dem Kampfgeschehen gerade? Ey, krass, also die hätten den Kampf viel früher abbrechen müssen. Und das passiert am Ende auf Gesundheit von dem anderen, ja. Deswegen, Leute, so wie ich direkt auslocke. Islam Dulatov, mein Bester. Erstens offiziell Glückwunsch zu deinem Octagon-Vertrag. Ich freue mich so drauf, dich hier kämpfen zu sehen. Was denkst du, wann wird der erste Kampf ungefähr stattfinden? Wäre es im September, in der Messe in Frankfurt. Oh, das wäre ein geiles Publikum, Bruder. Let's go! Aui, kaputt! Herbert schreit hier durch die Gegend, als wäre er alleine in der ganzen Halle, Mann. Leise! Uiuiui, okay, warte mal. Bevor wir jetzt aber losgehen, gibt's erstmal eine ganz kurze Werbung. Ob Kampfsportartikel bei Kunpan oder die besten Supplements von Zack Plus. Mit meinem Rabattcode RING10 spart ihr auf beiden Seiten immer mindestens 10%. Schöne Knaller, schön! Nein, nein, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Mo muss aufstehen. Im Stand-up macht er ihn weg. Hey! Der Anfang war gut von Grabinski, aber jetzt dann Michailidis hat übernommen zum Ende hin der Runde. Mal sehen, ob es in der zweiten Runde besser geht. Der Mo ist leider zu wild reingegangen in den Kampf. Der müsste etwas kontrollierter machen, aber ich verstehe das. Es geht um eine Menge Geld und er will euch das Turnier marschieren. Let's go, zweite Runde, weiter geht's. Ich hoffe, Mo dreht das jetzt mal. Einfach aufstehen und dann ballern. Das Ding ist halt im Bodenkampf, ist echt schwierig. Michaeli, das ist echt ein Brett. Wie viele Flaschen hatten wir schon? Vier? Vier Weinflaschen haben wir getrunken heute. Im VIP einfach nur so
zum Essen halt. Sehr schön, Moritz. Ganz ehrlich, weißt du, was cooler wäre? Ich sage euch, wie es ist. Das coolste Video wäre gewesen, behind the scenes, wir beide. Nein! Oh nein, oh nein! Er hat getappt. Er hat getappt. Dein scheiß Gelaber! Mit der Scheißgelaber habe ich den Kampf nicht gesehen. Michael Lidl hat ihn zur Submission gebracht. Leute, ich habe eine richtig geile News. Wir haben vorhin gesagt, Islam Dulatov hat bei Octagon unterschrieben, aber nicht nur er, sondern auch ein weiterer, und zwar Kerem. Was kannst du uns jetzt zu deinem Octagon-Vertrag sagen? Wie viele Kämpfe hast du vor zu machen und was ist dein Ziel? Also ich habe 2 Kämpfe unterschrieben und ich versuche die 2 Kämpfe schnell zu absolvieren, dass ich direkt mache. Mit einer Ausstiegsklausel, wenn ich ein UFC-Angebot bekomme, dass ich direkt raus bin. Jetzt wird's wild! Oh nein! Oh nein, bitte nicht, bitte nicht! Komm schon, Christian, komm schon! Komm, komm schon, Christian! Komm! Was, Motherfucker? Eine Maschine! Ach du Scheiße! Geisteskrank! Abnormal, unglaublich! Keine Ahnung! Geschafft hat, da rauszukommen, ehrlich. Der war gefühlt dreimal schon am Schlafen. Weiter geht's, Runde 2. Christian muss richtig ekelhaft auf Angriff gehen. Ey, hoffentlich gewinnt Christian das Ding, ja? Oh! Was ein Headkick. Nee, das wollen wir nicht haben. Das wollen wir nicht haben. Wenn er die Hände von ihm kontrolliert, alles gut. Alles gut. Der Kampf ist noch komplett offen. 1-1. Erste Runde Veličković, zweite Runde Jungwirt. Schön, Alter. Ich glaube, ein Cut ist offen. Stark, gut, Christian, komm schon. Oh, Veličković ist müde. Ja, weiter! Ich sehe gerade die Statistik. Veličković war deutlich, deutlich aktiver. Ja, okay, ich glaube, Jungwirt hat leider verloren. And to the semifinals going Bojan! Ah! Veličković! Nein! Servus Oberhausen! Danke alle, die zu mich gekommen sind heute am Abend. Ohne euch Fans würde es den Sport in Deutschland nicht so geben. Unterstütze alle Kämpfer in Deutschland, dass wir MMA in Deutschland nach vorne bringen und ja, alle gemeinsam an einem Strang ziehen. One more time, Christian Jungwirth! Ey, wie viel Promille hast du schon? 12! Jammers! Ich bin noch bei der Nummer 11. Let's go! Hoppeck kämpft jetzt! Unsere Hoffnung auf den Titel. Stark, stark! Stark! Oh shit, er wackelt! Er wackelt! Komm schon! Er wackelt wieder! Finish ihn! Gut gekontert! Stark! Der darf nicht nur 2 Hände schlagen, der muss auf jeden Fall noch eine 3. Hand dazu packen. Boah, das ist so ein ausgeglichener Kampf gerade, ehrlich, kein Spaß. Ich glaube wirklich, die 5. Runde entscheidet darüber, wer die Fight gewinnt. Scheiß Langer ist so zäh, der Typ, ne? Alles drauf, Brettern jetzt. Scheißegal, er muss jetzt können. Oh shit. Ich glaube, Popek hat leider verloren. Leider. Jetzt kommt das Punkturteil. The new interim light heavyweight champion of Octagon MMA. Da haben ja gerade 2 Leute gekämpft in einer Gewichtsklasse.
tanzen. Yes, auf jeden Fall. Was sagst du zu diesem Kampf? Boah, sehr enge Kiste. Ich dachte, dass Alexander den Kampf gewonnen hat, weil ich hatte das Gefühl, dass er mehr Schaden generiert hat. Einmal die Low Kicks. Wir haben ja gesehen, wie lang das Bein aussieht. Aber wie gesagt, super eng. Und hat schön die Takedowns verteidigt. Aber ich denke, dass Bobek mehr Schaden angerichtet hat. Aber super enger Kampf. Kann man, denke ich, in beide Richtungen geben, in das Wind Position. Wäre jetzt einer von beiden ein interessanter Gegner für dich oder sagst du immer noch nur Vemola? Eigentlich nur Vemola, aber tendenziell ist natürlich jeder aus der Gewichtsklasse 93 Kilo oder Heavyweight ein interessanter Gegner. Ich bin der Einzige, der auf Afterparty geht mit Ringlife-Schlappen. Ja. Kann ich die auf den Kopf nehmen? Ja, das wäre echt sexy. Will die auf Das war der geilste Kopfschmuck, den ich je hatte. Er hätte dir uns nicht gezeigt, dass es einen VIP-Bereich heute gibt, ne? Da hätten wir keine 5 Flaschen getrunken, Alter. Yeah! Ein wunderschön. Stößchen. Ein Stößchen. Hat umgedreht. Tschüss. Korrekt. Wir können noch einen schönen Abend, ja? Ja, schönen Abend. Gerne, mal schaut rein. Bist du frei? Oder können wir ein kurzes Selfie machen? Passiert mein Bestes, alles gut. Braucht einer Taxi? Ich brauche ein Taxi. Ja, schau, pack doch gleich ein. Weil der Ringlife klärt alles. Ringlife klärt uns. Ich danke dir, Bruder. Ich danke dir. Hier, schönen Abend, gell? Danke schön. Ringlife gibt's auch 10% mehr. Ja, Jungs, hab ich gewollt. Vielen Dank, ja. Was sagst du eigentlich zum Abend von Octagon? Ja, wie gesagt, schade, dass unsere deutschen Jungs nicht gewonnen haben. Michaelidis war fucking stark, Mann. Leck mich am Arsch. Gesehen, ne? Kranke Performance von Jungwirt. Ihr müsst bedenken, ja, Jungwirt trainiert erst seit irgendwie so 6 Jahren oder so MMA und kämpft dort gegen einen UFC-Veteranen, ja, ehemaligen UFC-Fighter, auf höchstem Niveau. Und in der ersten Runde war Jungwirt gefühlt schon 8-mal klinisch tot. Durch den Choke hat es irgendwie geschafft, den noch abzuschütteln. Keine Ahnung wie. Da sieht man einfach, wie viel Kämpferherz Jungwirt hat. Und dann, ja, Popek hat ein bisschen verschlafen, meiner Meinung nach. Ja. Der hatte seinen Gegner in der ersten und in der zweiten Runde kurz vorm Knockout, hat aber irgendwie nicht so den Finisher gesucht. Ich weiß nicht, da war er ein bisschen zu zögerlich und ich glaube, dadurch hat er den Kampf abgegeben. Ich bin der Meinung, Popek hätte eigentlich den Fight durch Knockout gewinnen können, wäre ja All-In gegangen. Schade, aber ja, so läuft es halt manchmal. Ne? War jedenfalls trotzdem ein geiles Event. Ich freue mich mal wieder dabei gewesen zu sein. Die zwei Chaoten haben mir komplett mein Ohr abgeknabbert. Aber es war geil, was soll ich sagen? War geil. Schade, dass es bei dir nicht zu Profi gereicht hat, Mann. Ja, ich war ein kranker Boxer, Mann. Danke, danke, aber jetzt bin ich halt YouTuber, ja. Auch gut, ja. Auch gut. Nicht schlecht. Los, Ringlife Gang. Edmond ist nicht nur in den Videos so, der ist auch in echt so, ich schwör's dir. Guck den mal an, der steigt eifrig aus dem Auto aus, macht Bilder, der hätte auch so einfach weiterfahren können. Weißt du, wie ich meine? Servus, Alter. Er hat 5 Flaschen, das ist jetzt Blumen. Ihr könnt euch jetzt mein Einzelbett teilen. Echt jetzt? Keine Ahnung. Nein, hör jetzt auf, Alter. Wenn der Nils jetzt so reinscheißt, ich schwör. Nils, Alter. Ey, die versteckte Kamera, weg damit, Alter. Ey, schick doch Fotos. Ey, Nils, ich schwör, ich scheiße in deinen Briefkasten, Alter. Ciao. So, wie fühlst du dich nach dem Kampf gestern und was kannst du dazu sagen? Also mir geht's gut soweit, keine Verletzungen. Ich muss den Kampf selber noch anschauen. Ich glaube, es war ein sehr enger Kampf, aber die allgemeine Meinung der Leute ist wohl so, dass die meisten der Meinung sind, dass ich gewonnen habe. Und nicht nur Leute aus Deutschland, nicht nur Freunde, sondern auch andere Manager, andere Fighter. Und das ist natürlich sehr enttäuschend, wenn es dann wirklich so war. Hattest du das Gefühl, dass du in der ersten oder in der zweiten Runde kurz vom Knockout hattest? In der ersten oder in der zweiten Runde oder sogar mehrmals hat er getaumelt und bestimmt war der auch kurz vorm Finish. Ich bin auch rein, aber man muss halt immer auch taktisch denken. Es ist halt eine schwierige Entscheidung, ob man jetzt richtig voll nachgeht oder so seine Shots sucht. Und von außen sieht es halt immer anders aus als von innen. Wie gesagt, ich muss selber noch sehen und dann kann ich mir selber darüber ein Urteil machen. Hast du schon mit deinem Manager gesprochen, was jetzt so der Plan ist für die Zukunft? Willst du direkt einen Rematch vielleicht mit diesem Kollegen oder hast du jemanden anderen Menschen? Erstmal muss ich das Ganze verdauen. Ist schon eine bittere Pille, vor allem weil es halt so eine knappe Geschichte war und man eben nicht weiß, wer eigentlich der Sieger jetzt war. Auf den Punkten hat er gewonnen und wie es weitergeht, das muss ich mir jetzt auch überlegen. Erstmal ein bisschen, wie gesagt, muss ich das Ganze verdauen, dann mit Manager zusammensetzen, mit Octagon reden und dann werden wir sehen. Ich habe jetzt noch kein Datum oder keinen nächsten Gegner im Auge.